Wir befinden uns ja hier in einem typischen Kleinprivatwald von etwa 4 Hektar Größe, aufgeteilt in 2 verschiedene Teilflächen. Also die Abteilung ist die Obereinheit und darüber hinaus dann untergliedert man das in Unterabteilungen und dann in Teilflächen, die unterschiedlich, sagen wir mal, strukturiert sind und auch bewirtschaftet werden. Und typisch ist die Größe für einen kleinen Privatwald, aber nicht typisch ist der Standort. Hier haben wir es eher mit einem sehr guten Standort für brandenburgische Verhältnisse, mit einem K2 zu tun. K heißt kräftig und 2 heißt, ist mittelfrisch eben mit Wasser versorgt. Im unteren Hangbereich haben wir dann noch mehr Wasser, also relativ günstige Verhältnisse für Brandenburg. Auch eine Ostlage, sodass hier also ein bisschen Schatten eine Rolle spielt. Vielleicht beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Bestand als solches. Wir haben hier einen etwa 100-jährigen Buchengrundbestand mit Mischbaumarten, Kiefer und Fichte, die etwas älter sind. Stamm bis truppweise eingesprenkelt. Der Grundbestand ist geschlossen, teilweise auch gedrängt. Hier und da bilden sich schon einzelne Lücken. Das sieht man daran, dass sich da auch dann schon ein wenig Verjüngung bildet. Ja, wir stehen auch in einer hier so ein bisschen, ne? So größeres. Man sieht es nach oben auch, ne? Die Kronen sind nicht ganz geschlossen. Ja. Aber auch gedrängte Partien dabei, ja. Die Buchen scheinen mir relativ wüchsig zu sein. Auch das korrespondiert mit den standörtlichen Verhältnissen. Also wir sprechen immer von wüchsigen Beständen dann, wenn die Ertragsklasse, die Bonität eines Bestandes, das wird sicherlich an anderer Stelle noch erklärt, besser ist als 2 oder mindestens eine 2. Bonität hat, vielleicht sogar besser ist, also eine sehr gute einen sehr guten Zuwachs auch zeigt. Von der Qualität her sind mittelschäftige Buchen, das heißt, die Krone setzt schon relativ tief an. Ja. Wir haben hier teilweise auch Äste, die im unteren Bereich kommen. Das sind Klebäste, also die nicht aus dem Kern heraus erwachsen sind, sondern aus der Rinde durch schlafende Knospen ausgetrieben sind. Das ist so meine Vermutung jedenfalls hier. Ja, die, sagen wir mal, die Qualität des Bestandes aus nutzerischer Sicht nicht unbedingt besonders nach oben hält. Die Nadelbäume hattest du angesprochen. Was ist das für ein Verhältnis ungefähr, so von der Mischung? Ich würde sagen, vielleicht 60% Buche, vielleicht auch 70% an dieser Stelle. In anderen Bereichen haben wir ein bisschen mehr Fichte und Kiefer zu etwa gleichen Anteilen, vielleicht jeweils 20%. Ja, und alles mehr oder weniger in einer Schicht auch, ne? Also die Kronen bilden jetzt nicht wirklich Etagen oder verschiedene Schichten aus. Ja, wir haben ja hier etwa mittleres Baumholz. Wir sprechen vom mittleren Baumholz zwischen 35 und 50 Zentimeter Durchmesser im Bereich der Brusthöhe, also bei etwa 1,30 Meter Höhe. Dieses mittlere Baumholz ist vorherrschend, aber wir haben auch schwaches Baumholz oder geringes Baumholz und starkes Baumholz. Also ein sehr diverser Bestand, kann man sagen. Ja, ja, vielleicht noch mal zu der Buche. Nicht? Die Buche hat sich hier vermutlich im Halbschatten der Kiefer und auch Fichte, die etwas älter mir erscheint, ist hier eingebracht worden, möglicherweise auch von den Seiten angewandert über Naturverjüngung. Das kann man nicht mehr so genau feststellen. Wir haben am Bestandesrand einzelne ältere Kiefern gesehen, die noch zu DDR-Zeiten über die Harzung genutzt wurden. Mhm. Also man hat damals das wertvolle Harz damals nutzen können. Die Harznutzung ist dann 1990 ja nach der Wende eingestellt worden, weil sich das einfach schlichtweg ökonomisch nicht mehr gelohnt hat. Aber es ist ein Hinweis, dass diese Bäume eben sicherlich mittlerweile um die 130, vielleicht sogar mehr Jahre alt sind. Ne? Ja. Und so alt schätze ich hier die Buchen, weiß Gott noch nicht. Ja.
Ja, das würde ich auch unterstützen. Also es ist vielleicht eher mal ein nadelholzdominierter Bestand war, Kiefer und Fichte, ne? in einer größeren Dichte und nach vielleicht die Kiefern ausgefallen sind, geerntet wurden, die Fichten ebenfalls. Und dass die Buche dann eingewandert ist, ne? Genau. Was eben auch der natürlichen Waldgesellschaft näher käme, ne? Deutlich näher. Genau. Ja, die Fichten und auch die Kiefern haben durchaus ihren Reifezustand erreicht. Die Fichten haben ja teilweise einen Brusthöhlendurchmesser von über 60 cm. Die wird auch von der Qualität her nicht mehr so toll sein. Einige sind ja schon jetzt durch den trockenen Sommer oder die trockenen Sommer abgestorben. Sie werden aber auch überwiegend im Kern rotfaul sein. Ja. Also nicht die Holzqualität, die man eigentlich für Nutzholz erwartet, dann mehr aufweisen. Ne? Also da stellt sich natürlich die Frage, wie man mit diesen alten Fichten dann auch in Zukunft umgeht. Und auch die Kiefer hat ihr maximales oder optimales Wachstum bereits eingestellt. Der Zuwachs hier wird nicht mehr besonders hoch sein. Nicht nur der Volumenzuwachs, sondern auch der Wertzuwachs. Insofern würde man aus Nutzungssicht dann vielleicht auch sagen, da können wir die eine oder andere Kiefer dann auch herausnehmen und nutzen. Ja, vielleicht haben wir sogar einen negativen Wertzuwachs, wenn hier über die Pilze die Entwertung in der Kiefer dann vielleicht auch voranschreitet. Dann kommt man vielleicht zu spät, um überhaupt noch gutes Nutzholz zu finden. Ja. Genau, dann hat so ein Baum natürlich auch noch andere Funktionen, ökologische Funktionen, die wir ja auch mit einbeziehen wollen in das ganze Management. Das macht natürlich so eine Buchen auch wieder interessant, ne? Wenn man sich den da anschaut mit diesen tief angesetzten Ästen, mit dieser riesigen Krone. Da sind wahrscheinlich schon Hüllen drin und Sonderstrukturen richtig viele. Da würde ich jetzt sagen, auf der Fläche können wir einige von denen durchaus belassen. Also auch wenn es jetzt vielleicht nicht ökonomisch der Top-Baum ist oder die wir haben wollen für ökonomische Funktionen, aber für den Rest der Funktionen ist es wirklich toll, dass wir die hier haben. Ne? Und die sieht auch vital aus, da können wir uns auch wahrscheinlich noch ein paar Jahre dran erfreuen. Es ist jetzt nicht so wie bei den Fichten, dass da in den nächsten Jahren das Absterben zu erwarten ist. Aber schon auch in Richtung eher ein älterer Bestand. Ne? Du sagst ja, mittleres bis starkes Baumholz zum Teil, also in einer relativ reifen Phase der Entwicklung insgesamt. Ne? Durchaus reife Phase. Also wir kommen so langsam an das Ziel sozusagen der Bewirtschaftung heran. Die Bäume können natürlich noch deutlich älter werden als vielleicht 120 oder 140 Jahre. Eine Buche kann durchaus auch 200 bis 250, vielleicht 300 Jahre alt werden. Mhm. Aber sie wird dann von der Qualität her und auch vom Wertzuwachs her aus der nutzerischen Sicht nicht mehr viel bewirken können. Also wir sind so langsam am Ende der Produktionszeit oder kommen und nähern uns langsam dem Ende. Da sind wir ja im Grunde genommen auch bei der betriebswirtschaftlichen Diskussion. Jeder Waldbesitzer muss seinen Wald in irgendeiner Form auch bewirtschaften und finanzieren können. Ja. Also er muss dafür sorgen, dass die Einnahmen, die er erzielt, die entsprechenden Ausgaben, die der Wald eben benötigt, auch trägt. Eine große Palette an Fixkosten muss der Waldbesitzer bezahlen, tragen, ohne dass er in irgendeiner Form vielleicht eingreift. Ja, die Grundsteuern sind zu bezahlen, da tut sich momentan ja auch einiges in puncto Grundsteuerreform, sind Abgaben an Wasser- und Bodenverbände zu entrichten. Du hast vorhin das Thema angesprochen, dass einzelne Bäume hier zu einem Verkehrssicherungsproblem werden können. Dafür schließt der Waldbesitzer eine Unfallversicherung ab, also mit einem Unfallversicherungsträger. Das sind enorme Kosten, die der Waldbesitzer zu tragen hat, ohne dass er in irgendeiner Form erstmal ein Entgelt bekommt. Das sind die sogenannten EDA-Kosten, die immer da sind, egal ob man etwas tut oder nicht. Und wie siehst du das Potenzial? Also wenn man jetzt von dieser Kombination ausgeht, ne? Wir tun etwas, was betriebswirtschaftlich sinnvoll ist und was auch waldbaulich hier förderlich ist. Ne? Wie, in welcher Größenordnung würde sich das bewegen, wenn man das mal vielleicht durchrechnen oder überschlagen würde zumindest? Ja, wir haben hier auf der einen Seite ja einzelne Teile, wo alte Bäume ausgefallen sind, Fichten, zum Teil auch Kiefern,
die wir aus verkehrssicherungstechnischen Gründen nutzen sollten oder einen großen Bogen drumherum machen müssen, dann würde das bedeuten, dass wir dann den Bereich möglicherweise auch stilllegen und gar nichts tun. Auch das ist natürlich eine Option, aber wie gesagt, die EDA-Kosten müssen irgendwie finanziert werden. Wir haben hier einen relativ einschichtigen, würde ich sagen, Wald, vielleicht einzelne Exemplare der Zwischenschicht. Verjüngung sehen wir in Ansätzen, aber wir können nicht sagen, dass sie schon als gesichert anzusprechen ist. Also hier müsste sich noch sehr viel mehr tun. Und um das zu erreichen, um hier also die nächste Generation und die nächste Schicht ins Laufen zu bringen, müsste man oben etwas mehr Licht machen. Durchaus moderat, vielleicht in einzelnen kleinen verschiedenen Löchern beginnend, die sich dann irgendwann auch ausweiten können. Ja, das wäre auch mein Gedanke. Wir haben so das Alter, in dem man an Nutzung denken kann, um seine Ausgaben bestreiten zu können, um seinen Betrieb zu finanzieren. Aber es ist auch einfach waldbaulich an der Zeit allmählich, ne? So um hier die Verjüngung, die nächste Generation ins Laufen zu bekommen, um Baumarten zu fördern, die mehr Licht brauchen. Da wäre es, glaube ich, so in den nächsten Jahren angeraten, hier doch auch im Schirm einzugreifen. Ne? Ja, wie gesagt, immer moderat. Aber wir wollen ja einen Mischbestand auch in Zukunft hier vor Ort vorfinden. Nicht nur diese drei genannten Baumarten spielen dabei eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass der Ahorn hier, der in Teilen sich ja schon sehr gut entwickelt, einen sehr viel größeren Anteil haben will, die Ahörner. Dazu zähle ich einmal den Bergahorn, der hier vordringlich vorkommt, aber auch, wir haben es gesehen, unten einzelne Feldahorn-Exemplare, die man immer, den Feldahorn unterschätzt man immer von der Wüchsigkeit her. Ich kenne Bestände aus Franken, die über 30 Meter hoch werden und enorme Qualitäten erzeugen, also den darf man nicht vernachlässigen. Spitzahorn haben wir auch gesehen, kommt auch vor, spielt vielleicht von der nutzerischen Seite her nicht so eine große Rolle, aber hat auch, zumindest sagen das die Klimaforscher, durchaus eine Bedeutung im Rahmen des Klimawandels. Was hältst du von der Buche in dem Bestand? Wird sie weiterhin so eine dominante Rolle spielen? Bleibt sie hier die Hauptbaumart? Also es wäre zu erwarten von der natürlichen Waldgesellschaft her, denke ich, auf jeden Fall. Nun muss man vielleicht abwarten, wie sich die Zukunft gestaltet, klimatisch. Die Buche hat ja eine relativ weite Amplitude. Sie leidet tatsächlich in den Kronen. Das sehen wir jetzt nach den trockenen Sommern sehr deutlich. Vor allen Dingen, wenn man das Kronendach zu stark auflichtet. Da sollte man also immer sehr vorsichtig vorgehen. Aber als Grundbestand, als Mischbaumart, vielleicht nicht unbedingt als Baumart, die den Wert des Bestandes bestimmt, ist sie unverzichtbar. Ja. Also ich würde immer unbedingt waldbaulich mit ihr arbeiten als Mischelement und dann zusätzliche Baumarten mit reinbringen, die dann den entsprechenden Wert erhöhen. Du sprachst vorhin noch an, was man noch einem Privatwaldbesitzer empfehlen würde. Ja, wir haben hier viele schöne alte Bäume, die Sonderstrukturen aufweisen. Auch darüber gibt es ja Arbeiten. Im Rahmen eines Buchenforschungsprojekts ist darüber geforscht worden. Also es geht nicht darum, hier jede schlecht aussehende, aus der nutzerischen Sicht aussehende Buche zu entfernen, sondern sie tatsächlich auch hier und da zu belassen, zu befördern. Insbesondere dann, wenn sich natürlich schon solche Sonderstrukturen zeigen. Ja. Höhlen haben wir gesehen, die vom Specht hier angelegt worden sind und die für viele Tier- und Tierarten eine Bleibe oder Wohnstätte dann bilden. Und da sollten wir natürlich auch als Waldnutzer darauf achten, dass solche Elemente bestehen bleiben.